wichtiges Championat der Motorsportsaison 1983 wurde heute die internationale deutsche Rennsportmeisterschaft entschieden. Ursprünglich waren 10 Rennen vorgesehen, 6 fanden allerdings nur statt. Das letzte heute hier auf dem Flugplatzrundkurs von Diepholz. In der Pole Position der Führende im Gesamtklassement, Bob Wollig aus Frankreich mit einem Porsche 956. 80 Punkte bisher auf dem Konto. Neben ihm, und das ist eine kleine Überraschung, Franz Konrad aus Gütersloh auf einem Cremer Porsche. Seit langer Zeit zum ersten Mal wieder in der Rennsportmeisterschaft. Drittschnellster im Training, Klaus Ludwig aus Bonn. Ford-Werksfahrer, Zackspeed Turbo C. Dann Volkert Merl aus Hamburg. Zweiter im Gesamtklassement, bisher 66 Punkte. Auf einem Porsche Jöst 936C. Mit 660 PS das stärkste Auto im Feld. Weiter im Rennen Klaus Nietzwitz auf Ford, Dritter in der Gesamtwertung und weitere 14 Fahrer, allerdings ohne Chance auf einen der vorderen Plätze. Fliegender Start, 64 Runden gleich 160 Kilometer liegen vor den Fahrern. Wenige Minuten vorher hatte es kurz geregnet, trotzdem alle Wagen mit Slicks ausgerüstet, das erwies sich später auch als richtig. Sehen wir uns den Start noch einmal aus der Hubschrauberperspektive an. Klaus Ludwig mit seinem roten Ford gleich in Führung, dahinter Klaus Nietzwitz, Bob Wollig und Frank Konrad. Diese Rennsportmeisterschaft wird mit Gruppe C-Autos ausgetragen, wobei die Kraftstoffmenge auf 100 Liter beschränkt bleibt. Auch hier in Diepholz müssen die Piloten mit der angegebenen Menge auskommen. Man darf also nicht immer mit Vollspeed fahren, sonst kann es kurz vor Schluss eine unangenehme Überraschung geben. In Führung weiterhin Klaus Ludwig, dahinter ein spannender Kampf zwischen Klaus Nietzwitz, Bob Wollig und überraschend Franz Konrad.